Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mortal Kombat 2. Und diesmal nehmen wir Baraka. Ja. Spielen wir jetzt mit Baraka. So, Baraka ist wieder ein Charakter, wo es wieder einfacher sein wird. Ich glaube, dass das ein Charakter, wo es einfacher sein wird. Verdammt. Ich habe schon lange nicht mehr mit Baraka gespielt. Das ist das Problem. Aber ich sollte das doch irgendwie ganz gut hinkriegen. Zack, zack. Ja, das war Runde 1 gegen Jax. So, so, boom, so, tack, tack, Fatalities, ja, ich versuche mal die Fatalities von Baraka, die ich noch kann, und da haben wir den ersten, klack, so, Raiden, wollen wir mal gucken, aha, du versuchst es also mit Teleport, aber das wird dir nichts nützen. Ja, mit Baraka kann ich ja sehr gut umgehen. Im Spiel. So, die zweimal getroffen, aber das sollte uns. Ah, der duckt sich. Ach, komm her. Ja, ist klar, dann schießt mit dem Blitz nach mir. Egal. So. Ja, aber wie ich schon gewinne, eigentlich kann ich mit Baraka ziemlich gut umgehen. Ja, aber das sollte ich jetzt nicht machen, in den Blitz reinspringen. Scheiß Nase. Yes, genau das wollte ich vorhin auch machen. Komm, 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 yeah. Guck, ob ich den anderen Fatality auch noch hinkriege. Warte mal irgendwie. Nein. Irgendwas mit X. Nee. So, ich hatte was so. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie der zweite geht. Aber ich weiß ungefähr noch, wie er geht. Ich weiß aber nicht mehr genau die Richtungen. Also von daher, sorry, dass ich euch den zweiten jetzt wieder mal nicht zeigen kann. Ja. Schups, schups, schups. Oh nee, da weiß ich nicht, Baraka war auch so ein Charakter. Naja, aber wenn sie immer so dumm laufen, oh, genau. Jetzt ist halt dumm. Boah. Tja. Ah nee, 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 nee. Ach, musste jetzt auch nicht sicher nach mir werfen. Gewonnen. So. Ups. Und bumm. Ja, Baraka ist auch wieder so kalt, wo die Gegner hinterher springen. Das finde ich sehr gut. Das heißt also, bam, stirb. Ah, Kung Lao. Aber ich werde dann gleich mal im Internet nachgucken, wie die Stage-Tellys hier vielleicht doch nochmal der zweite geht. Und dann mache ich gleich nach Kung Lao hier gleich mal einen Schnitt, wenn wir beim Finishen bei ihm angekommen sind. Ja, die erste Runde war schon mal ziemlich erfolgreich gegen ihn. Zack, 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 zack. Eigentlich wollte ich das gar nicht machen, sondern dann, ja. Aber dann passiert mir das da. Ich werde geworfen. Zack. Ah. Na, duck dich. Aha. Drauf reingefallen. Nein, nein, jetzt. Ich guck mal kurz nach, Leute, ob ich herausfinde, wie die zwei Vitalities gehen. Also wie der erste und der Stage Vitality noch gehen. Oder der zweite von mir ist auch. Ihr wisst schon, was ich meine, also bin gleich wieder da. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe mal nachgeguckt, wie die Vitalities gehen. Okay, der Stage Vitality von Baraka geht so. Und mir ist übrigens, wo ich gerade nachgeguckt habe, ein interessantes Thema eingefallen. Und zwar, ein Glück haben wir Internet. Warum sage ich, ein Glück haben wir Internet? Naja. Und zwar geht es mir jetzt um die Vitalities, denn ich habe natürlich im Internet nachgeschaut. Früher allerdings, also Leute, die früher Mortal Kombat 2 schon hatten, konnten nicht einfach so nach den Vitalitäten gucken, weil das Internet damals, man kam es nochmal raus, 92, ne 93 glaube ich kam das Spiel raus, genau 93 kam das Spiel hier raus, ja da war das Internet noch nicht so erfolgreich und ja, da musste man einfach alles herumdrücken, um Vitality auszuprobieren, bis irgendwann mal was passiert ist. Das ist ja heutzutage anders da, und ich schaut einfach im Internet die Seite ein, sucht das in Vitalities nach dem, was man eingeben muss, welche Pfeiltasten und so. Ja, und wird natürlich einige sagen, hat das nicht in der Anleitung gestanden?
Nö, das hat übrigens nicht in der Anleitung gestanden. Wer weiß, wollte, damals schon so süchtig war und wollte unbedingt wissen, wie die Vitalities ging. Ja, dann musste man es irgendwie bestellen und das war ja noch nerviger. So, ich habe auch mal nach den anderen geguckt. So, und zwar muss ich. So. Ja, genau. Und damit haben wir auch den anderen Vitality von Baraka noch gesehen. So, jetzt hier gegen Reptile. Wenn ich übrigens mal Friendship zeigen soll, weil das mache ich eigentlich fast gar nicht, oder Vitalities, dann schreibt es in den Kommentaren. Ich mache aber Vitalities, werde ich euch sowieso fast alle zeigen, die ich cool finde. Komm her. Das war Runde 1 gegen Reptile. Ja, Reptile, komm. Abgewehrt. Ja, wunderbar, es klappt doch. Komm, Reptile. Ah, auf mich voll zu spucken. Nein, auf mich zu packen. So. So. Zack. Und das war's auch schon. Nein. Boom. Oh, gegen Johnny Cage. Komm, mach deinen Fußtrick. Nee, macht er natürlich nicht. Na gut, mach ich das mit dir. Ja. Gut, okay. Ich kann auch was schießen. Ja, zack. Okay, jetzt ist leider langweilig. Jetzt macht er seinen Fußtrick. Ach, Mist. Kann sein, dass ich noch schneiden muss. Fuck. Oh, sorry, Leute. Das wollte ich eigentlich hier nicht. Zurück. Ich bin ganz vergessen, hier einen Safe-State zu setzen. Ah, Mann. Ja, ich hasse das, wenn die Gegner mich so packen. Hier. Gut. So, boom, dann gibt's eins auf die Fresse. Und dann gibt's BÄM! Nochmal eins auf die Fresse. Mann, bin ich nicht gut, ja. Doppeltreffer. Ja, komm. Aha. Ha. Das ist doch was. Bam! Ja, das Deadpool-Vitality werde ich euch auch irgendwann noch mal zeigen. Da muss ich aber was an der Steuerung dann nachher noch mal umändern. Aber irgendwann werdet ihr den schon aus, den ich sorge dafür. So, Scorpion. Und ja, eigentlich habe ich schon den letzten Part angesprochen, aber vielleicht wundert ihr euch, warum ich eigentlich keine Videos in letzter Zeit gemacht habe. Eigentlich steht ja, wie gesagt, immer mein Kanal. Dass ich aufnehme, weil ich Lust habe. Manchmal mache ich doch täglich immer ein Video. Aber momentan hatte ich einfach keine Lust zum Aufnehmen. Das ist das Problem. Ich bin momentan sehr auf meiner Xbox momentan viel FIFA. Und, ja. Und das kann ich aber leider nicht aufnehmen, weil ich ein Video kümmern kann, die TV-Karte, was ich auch schon tausendmal erwähnt habe. Aber es kann ja auch sein, dass Leute auch jetzt erst zu mir eingestiegen sind. Deswegen ja keinen dazu. Mein allererstes Let's Play bis zum Ende durchzuschauen. Ach, Scorpion, du Fixer. Also, er sagt, ich zwinge keinen dazu, jetzt irgendwie mein allererstes Display, dann das zweite. Ihr könnt angucken, was ihr wollt auf meinem Kanal. Könnt auch von mir aus, wenn euch zum Beispiel Lucius Mansion oder Welcome Deception nicht so interessiert, dann guckt es euch doch nicht an. So. Ah ja, aber ich kann euch noch. Ah Mann, Medina. So. Ja. Ah ja, ich kann euch noch mal was sagen. Eigentlich verrate ich ja überhaupt nicht, was ich für Spiele spiele. Einfach weil ihr euch immer überraschen lassen sollt. Schups, mach ich hier drauf wieder. Aber ich verrate euch schon mal was. Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Also ich möchte euch was verraten, aber nicht was als nächstes gespielt wird oder was ich noch für Spiele vorhabe. Aber an die Leute, die zum Beispiel jetzt hier in Mortal Kombat überhaupt nicht mögen oder die absolut keine Mario-Spiele mögen, den könnte ich eigentlich schon mal empfehlen, meinen Kanal gleich wieder zu deabonnieren, weil ich bin ein großer Mortal Kombat und Mario-Fan. Also das meiste
meiste von meinen Let's Plays wird sich höchstwahrscheinlich auf Mario-Spiele und auf Mortal Kombat beziehen. Einfach, ich bin mit diesen beiden Spielereien groß geworden. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt nur Mario und Mortal Kombat Spiele kommen, dann es kommt auch mal was anderes. Keine Angst. Ich hab auch noch ein bisschen was anderes vor, aber auf meinem Kanal werden sehr, sehr viele Mortal Kombat Spiele kommen und sehr, sehr viele Mario-Spiele, einfach weil ich damit am meisten groß geworden bin. Und wie gesagt, es wird auch noch was anderes kommen. Ja, aber eigentlich sollte man das auch jetzt schon gemerkt haben, denn was habe ich denn alles schon gespielt? Ich habe jetzt mal komplett zwei Let's Play ja gerade. Ich habe Deception Let's Play, ich habe Luigi's Mansion Let's Play, Super Mario World, ein Hack von Super Mario World. Ich habe Super Mario Land 1 und 2 für euch Let's Play. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Ach, fuck. So, so. Ja, ich habe aber auch einmal Forsaken für euch gespielt. Das war jetzt kein Mario-Spiel und kein Mortal Kombat-Spiel, einfach weil ich das mal durchspielen wollte. Das hatte ich ja auch damals mal auf der Originalkonsole. Habe das irgendwann mal geschenkt bekommen. Ich habe es aber nie durchgespielt. Und wie ihr gemerkt habt, habe ich ja auch mit Leben-Cheat kurz darum gespielt. Also einfach, das Spiel ist einfach viel zu schwer, wenn ihr mir nicht glaubt, das Spiel selber durch. Leute, also wer mir nicht glaubt, dass das Spiel schwer ist, der sollte jetzt Forsaken selber mal durchspielen. Aber das auch, und zwar alle Levels. Wir haben ja, ich habe ja für euch wirklich alle Levels gezeigt. Das erste Level übrigens, Leute, von Forsaken ist natürlich kinderleicht. Also, da hatte ich selbst nie Probleme. Das zweite wird dann wieder schwieriger in Forsaken, aber ihr könnt, was erzähle ich euch das mal, wenn ihr unbedingt genau wissen wollt, wie Forsaken ist, dann guckt doch einfach das Let's Play. Ich hab's ja nicht umsonst gemacht. Ja, schwupps. Na, okay, muss ich auch nochmal zocken. Ja, mal gucken, wann ich mit dem zocke. Baraka. Ja, kannst du vergessen, dass ich da reinspringe. Ja. So, und das war's. Gewonnen. So, wir sind schon wieder bei den drei Bossen. Yes, gewonnen. Komm. Okay, das war schon mal viel von mir, dass er der Anfang im Kampf. Ah, fuck. So. Ah ja, übrigens, wenn sich jemand fragt, ich weiß nicht, ob ich schon mal angesprochen habe in dem Let's Play, wenn nicht, kann ich ja gerne nochmal ansprechen. Manchmal vergesse ich ja eben was ich schon mal angesprochen habe. Kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr schon mal was gesagt habt und dann einmal habt ihr es wieder vergessen und dann fällt es euch immer wieder ein. Kurz aufgucken. So. Ja, das ist nicht verwandt. Ich war noch gar nicht bereit, ich habe was kurz bei mir gemacht. Was ich bei mir gemacht habe, das hätte ich mal ein bisschen neu aufgerichtet. Warum? Hat ein bisschen falsch. War nicht richtig auf dem Kopf, ja. Ah ja, wie gesagt, falls ihr mal fragen sollte, auf welche Schwierigkeit gerade spielst du? Ich spiele das Spiel auf Mittel. Nein, ich hab das noch nie. Ich die Schwierigkeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab die Schwierigkeit gerade hier noch nie umgeändert, Leute. Frage mich natürlich einige, warum hast du den Schwierigkeitsgrad umgeändert? Hat mich nicht interessiert. Ich habe einfach losgezockt damals und mache das heute auch noch hier mit dem Spiel. Bei den neueren allerdings, bei Deception zum Beispiel, habe ich früher auch auf Mittel gespielt, bei der Dings auch. Aber momentan spiele ich, aber bei den Display spiele ich einfach auf leicht, weil es auch da schneller geht. So. Übrigens, ja, das wird deutlich jetzt eher andere Let's Player sind, die vielleicht auch selber Let's Plays machen. Und zwar, mich würde noch interessieren, wie nehmt ihr eigentlich den Ton auf? Es gibt ja einige Leute, die hören den Sound über den Kopfhörer. Da gibt es einige Leute, die hören den Sound über die Box, über ihre Lautsprecher oder Box, wie auch immer ihr es wollt. Ich habe übrigens den Ton über meine Lautsprecher an. Ich habe nur das Mikro eingestöpselt. Der Kopfhörer ist aus. Ich trage ihn eigentlich auch gleich auf den Kopf und ich habe den ein bisschen weiter auf meinen Nacken gelegt, so, und ja. Ich nehme, wie gesagt, ich habe nur das Mikro eingesteckt. Ton läuft über meinen Lautsprecher aus.
Aber ich habe eine Mikrofonverstärkung halt noch mit drin. Yes, gewonnen. Kintaro, Kintaro, komm her, du kleiner. Ah, ja, ist klar. Aber eins würde mich mal interessieren bei Kintaro. Okay, ja, das können wir noch machen. Ah, schade, geht leider doch nicht. Hätte ja sein können, dass wir das. Na, so. Ich hasse Kintaro. Boom, boom. Autsch, autsch. So. So. Und stirb. So, gegen Shao Kahn. Mal gucken, wie schnell ich den fertig kriege. Ja, es klappt der Trick bei Shao Kahn wieder. Und gewonnen. Okay, das ist ein bisschen viel. Ich habe ein bisschen schnell auf die Turbo-Taste gedrückt. Und einige Leute fragen sich wahrscheinlich auch, warum drückst du denn überhaupt Turbo-Taste? Und lass doch einfach das laufen wie auf der normalen Konsole. Warum ich Turbo-Taste drücke? Dann einfach, das erspart mir Zeit und euch auch. Ja, wie diese kurzen Zwischensequenzen, wenn ihr sagt, kurze schwarze Bildschirm, das sieht ja eben jeden Kampf an. Das wäre ja, ist mir auf Dauer zu langweilig. Das will ich nicht sehen. Also wenn ich Displays gucke, dann will ich so etwas nicht sehen. Ich will einfach hier die Action euch zeigen, wie ihr seht hier den Kampf, darum drücke ich auf, und das bin ich eigentlich keine Speed-Taste. Aber wenn zum Beispiel jetzt, ich guck mal kurz hier vor, wenn zum Beispiel das hier kurz passiert, lalalala, und dann kurz ein Bildschirm, kurz, kurz Turbo-Taste, einfach um euch das zu ersparen. Aber wenn es nur ein paar Sekunden sind. Aber jede Sekunde ist kostbar. Ja, also boom, 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 boom. Ich hab ja auch schon mal, würde ich jetzt Menschen, waren auch schon mal ganze fast eine Stunden Part. Ich hatte mein größtes DB war ungefähr 40 Minuten lang und ja, das sollte dann auch den Rahmen sprengen. Und ich bin nicht so ein Typ, der so viel am Video umschneidet und so kurze kleine Videos macht. Ist ja denn, es geht nicht anders da. Aber ich habe keinen Bock, an einem Video ständig tausendmal rumzuschneiden. Ja. Bla bla bla, das kennt ihr eigentlich auch. Wie hässlich. Ja, Baraka sieht eigentlich voll hässlich aus, aber ist trotzdem voll der coole Charakter, wenn man mit dem gut umgehen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, dann, ja, ihr kennt es ja, gebt noch hoch, nicht einen Daumen runter, schreibt hier einen Kommentar und abonniert. Guckt euch die letzten Bilder an. Okay, Leute, das kennt ihr ja also. Ich sag schon mal tschüss, bis zum nächsten Part, Charakter, wie auch immer ihr wollt. Ciao.